Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sky Factory 3. So, ich habe jetzt ein wenig was vorbereitet. Zum Beispiel diese Steinplattform. Warum baue ich denn jetzt doch schon mit Stein? Obwohl ich noch in einer der letzten Folgen gesagt habe, dass ich noch gar nicht großartig umbauen möchte. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich dieses Mal wirklich nur mit Stein bauen werde. Und ihr glaubt doch nicht auch im Ernst, dass ich diese Fackel nicht so als Frühstück, dass hier komplett ausgeblaschet ist. Nee, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen Ressourcen sammeln und dann fange ich auch mal an, schön zu bauen. So, ich habe da was vorbereitet. So, hier in den Barrels ist jetzt Firewater drin. Genau wie in dieser Reinforced Drum, diese 12 Eimer. Ja, ich habe 12 Eimer davon vorbereitet. Wieso habe ich jetzt 12 Eimer Firewater vorbereitet? Und diese 12 Unfired Crucibles, die wir dann jetzt auch mal in dem Inferium Furnace hier drüben mal schmelzen werden mit. Wir gucken, ob da ein Stück Kohle reichen wird. Oder gibt es hier Tiny Coal? Ja, gibt es. Das ist gut zu wissen. Ganz einfach. Wir werden die Crucibles jetzt gleich da platzieren. Aber wir werden das alles verwenden für unsere Lava-Produktion, da ich auf den Lava-Generator gehen möchte. So, für den Lava-Generator brauchen wir Lava und das machen wir, wie bekannt, aus Cobblestone. Dafür brauchen wir einen Cobblestone-Generator. So, und den will ich dann auch schon gleich upgraden auf Tier 2. So, und den will ich dann auch gleich upgraden auf Tier 3. ja. Dann können wir schon mal so ein paar Sachen platzieren gehen. Also, wieso wollte ich jetzt einen Hacker Firewater haben? Ganz einfach. Wir platzieren das Firewater mal da drin. Wenn wir jetzt mal da reinhüpfen, macht er auch. Vielleicht hätte ich mir eine Wasserquelle mitnehmen sollen. Aber das passt schon. Und wenn nicht, sind nur 43 Level, die verloren gehen, aber ich glaube, das passt schon. So. Ja, erstmal da nochmal. Ja, ist ja gut. Und ich werde die Schürze gleich davor aufzubrennen. Meine Güte, da ging ja mir auf den Sack. Ich dachte mir gerade, komm, das kann man mal kurz auswarten, aber naja. So, hier muss noch einer hin. Da muss einer hin. Ich glaube, das war's. Ja. Hoffe ich doch mal. Dann platziere ich die Drum mal dahin, damit wir einen Support-Block haben. Dann brauchen wir die Crucibles und das hat nicht gereicht, aber wir haben gerade so viel Kohle, da verschwende ich nochmal. Und wie wir jetzt sehen, haben wir einen mal 8 Multiplier. Also kriegen wir momentan so schon mal 72 Millibuckets Lava pro Tick. So. Dann wollen wir erst was Puffer haben und zwar mit einem Basic Drawer. So, aber wir nehmen dann gleich mal hier die Crucibles mit. Zack, zack, zack. Den platzieren wir hier. Und wir kriegen Cobblestone. Da können wir schon mal so ein bisschen reinrutzen. Ja, jetzt kriegen wir schon mal Lava. Aber es geht noch weiter. Damit wir das am besten platzieren können, obwohl ich auffüllen und sortieren, brauchen wir Item Conduits. Und hier das Hammer kann ich mal wegmachen. Also werden wir einmal hier den Binder Composite schmelzen. Und für, wenn wir jetzt mal das für Item Conduits anschauen, das wird gemacht aus Conduit Binder und Pulsating Iron Nuggets. Pulsating Iron Nugget ist ein Pulsating Iron und das kriegen wir aus dem Alloy Smelter, haben wir noch nicht. Mit dem Nesting Pen, haben wir noch nicht, aber da werde ich irgendwann mal was zu machen.
Ja, Chicken Drops. Oder wenn wir ein Pulsating Iron Ingot in der Smeltery schmeißen. Oder es Alloyen verbinden mit einem Eisenbar. Ja, ein Eisenbarren und einer Enderperle. Dementsprechend habe ich das auch schon mal vorbereitet. Da habe ich nämlich zwei Stück schon reingeworfen. Damit wir schon mal so ein paar Item Converts auf Vorrat haben. Vielen Dank. Pulsatic Iron Nuggets. Die mag ich am liebsten. Kennt ihr schon das neueste Produkt von McDonald's? Scheiß mal auf Chicken Nuggets. Gibt es Pulsating Iron Nuggets. Sind tausendmal leckerer. So. Dann gehen wir einmal Disable. Und ja, jetzt wird es lustig. Oh, Scheiße. Dann mache ich mal ganz kurz. Machen wir mal kurz so. Insert. Ja, was hat Bricks? Und das kann weg. So. Jetzt haben wir hier schon. Ich würde jetzt ganz schwer hoffen, dass das. Ich finde die Teile bisher richtig komisch. Also ich weiß, sie können super funktionieren. Can output to inventory above, can output to hopper below. Ja gut, ne? Dann mache ich einfach jetzt gerade noch mal einen Hopper, weil es mir auf den Sack geht. Okay, 5 Iron. Also entweder funktionieren die nicht richtig oder ich bin zu blöd dafür, aber ich würde jetzt standardgemäß würde ich sogar jetzt wirklich erstmal sagen, die funktionieren nicht richtig, weil, naja, Sky Factory 3 war eins der ersten Modpacks, die rauskam für die 1.10. So. Sehr schön. Dann Item Convert wird jetzt hier verlegt. Disabled. Disabled. Active Without Signal. Und dann jetzt hier überall Insert. So, und gleich sollten wir jede Menge Lava produzieren. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich dann morgen auf den Server wieder drauf gehe, dass ich dann eine Drum mindestens voll haben werde. Zack und zack. Wow. Sehr schön. Dann machen wir weiter. Ja, ich mache das mal gerade aus. So, dann wollen wir auch mal gucken, dass wir Maschinen bekommen. Und zwar brauchen wir die Segmill und den Alloy Smelter. Das sind so ziemlich die Grundmaschinen hier in diesem Pack. Und für beides brauchen wir ein Machine Chassis. Das heißt, wir brauchen schon mal einen Basic Capacitor. Sag mal, habe ich denn schon wieder? So, jetzt haben wir die Machine Chassis. Eine Segmill und ein Alloy Smelter. So, und was mir gerade einfällt, ich bin ein richtig schlauer Mensch. Jetzt haben wir Maschinen. Und so schlau wie ich bin, habe ich mal schnell vergessen, den Generator zu bauen.
Ja. Ich würde nichts Trash kennen. So, ist auch jetzt Chunk loaded. Dann werden wir jetzt erstmal schnell den Lava. Ne, wir wollten auf den Magmatic gehen. Genau, das heißt, wir brauchen erst einmal das Teil. Dann machen wir davon mal 4 Stück. Und wir brauchen dann 20 Gold. Und ach, ich nehme nochmal so Eisen mit. So, wir brauchen jetzt erst einmal 4 Redstone auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier nochmal 8. Also sind das 20 Redstone. Dann eine Truhe, das machen wir gerade so. Dann haben wir hier schon mal einen Maschinenblock oder sogar 4. Dann brauchen wir ein Furnace. So. Und dann zu guter Letzt brauchen wir Lava-Eimer. Jetzt würde ich eigentlich gerade nicht so viele Eimer bauen, oder? Ach komm, weißt du was? Eimer kann man immer gebrauchen. Und im Notfall. Ne, und so. Also 2, 3, 4. 4 Magmatic Generator. Dann platzieren wir den mal hier rüber. Und warte mal, dann muss ich die gerade doch nochmal so aufbauen. Und dann nehmen wir einmal zack, zack, zack. 1, 2 und 3. Und wir produzieren Energy. Oh, süße, süße Energie. Oh, ich spüre die Energie. Ja. Ich habe mich mal gerade geschlossen. Dann machen wir Trick 47. Damit wir das Ganze noch angenehmer machen können. Weil ich dachte, dass das eigentlich schon für die Folge reicht. Aber wir gerade mal bei 13 Minuten sind. Machen wir ein wenig Gravel. Und den gut alten Gravel machen wir zu Sand. So, was machen wir jetzt mit dem Sand? Schmelzen zu Glas. Und zwar im Alloy-Smelter. Wieso jetzt im Alloy-Smelter? Der Alloy-Smelter hat die Angewohnheit, dass wir Sand zu Glas machen. 3 Stück auf einmal. Und das reicht dann auch schon. Beziehungsweise wir kriegen jetzt noch einmal Glas. Aber das Beste daran in der ganzen Geschichte ist, das Glas wird jetzt gleich nochmal geschmolzen zu Quite Clear Glass. Und das brauchen wir für Fluid Converts. Und die wollen wir auf jeden Fall noch haben. Weil dann können wir hier einmal auch noch sagen, dass die Lava sofort hier reingepumpt wird, dann in die Generatoren. Und dann von den Generatoren die Energie rüber gepumpt wird hier in die Maschinen. Das hat ja heute schon super geklappt. Das ist ja fast exklusiv gelaufen, bin ich mal stolz auf mich. Keine unerwarteten Explosionen. Jetzt habe ich es gesagt. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Extract always active. Always active.
einmal weiter Always aktivieren. Boah, jetzt pisst das schon wieder. Hier habe ich noch nicht, oder? Genau. Dann nehmen wir jetzt nochmal restliche Quadgaglets raus für die letzten Fluid Conduits. Super. Ach, jetzt brauchen wir noch eine Wrench. Die Jeter, da brauchen wir Electrical Steel. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Können wir gerade irgendeine Wrench schnell machen? Machen wir die mal gerade. Hoffentlich klappt die. Deswegen, ich mag diese Mod auch, wo einfach nur gesagt wird, ja, wir haben eine Wrench. Ich will hoffen, dass jetzt einfach klappt. Na. Sieht. Ja, sieht schlecht aus. Ja gut, dann mache ich das gerade nochmal anders. So, komm, mach mal einfach gerade. Weil so muss ich jetzt nicht noch großartig Electrical Steel vorbereiten. So, und dann jetzt noch einmal den Spaß. Jetzt wünsche ich mir jetzt schon so ein Binder-Teil. Moment mal. Ja, ist auch richtig. Hier dieses Kopieren-Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie es gerade heißt. Aber je nachdem, wenn wir dann jetzt vielleicht noch was Zeit haben, könnten wir ja mal gucken, dass wir die Mob-Farm ein bisschen upgraden. Auch wenn ich glaube, das gibt heute keinen mehr. Ah, wird knapp, wird knapp. Extract. So, und in der kurzen Zeit haben wir jetzt wie viel Lava gemacht? Ganze 33 Eimer. Alter. So. Und damit das Ganze dann jetzt auch effizient aufgebaut wird, machen wir das einfach so. Also Lava wird jetzt auf jeden Fall in Mengen produziert. Kann man die mit der Wrench drehen? Ja, das kann man. Dann machen wir hier nochmal Always Active. Platzieren das nochmal beides hier und hier hin. Und dann geht es einfach noch zum letzten Conduit über, was wir heute machen wollen. Energy Conduit. So, da können wir uns überlegen. Machen wir direkt. Machen wir das nochmal Conductive Iron. Die wie viel übertragen? 640 oder hauen wir da nochmal schnell den Glowstone das dazu und machen es mit Gold. Ich würde sagen, die Antwort sollte klar sein. Willkommen im Zeitalter des Autosiebens. Also okay, was heißt Autosieben? Es ist noch nicht automatisch, aber naja, fühlt sich schon so an wie automatisch.
Sehr, 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 sehr schön. Vielleicht sollte ich dann auch einmal hier die Maschinen austauschen, dass die nicht die Segmel Ach komm schon. Ja, vielen Dank. Da packe ich dann mal hier rein. Genau wie das Zeug hier reinkommt. Wobei das nehmen. Mit, das kommt hier wieder zur Smeltery. Ja, sehr schön. Das war doch super für heute. Wie sieht das jetzt hier aus? 42, das passt. Ach, ich vergesse das Gold mitzunehmen. Da war ja noch was. Da hat er ja gerade noch was vergessen. Sehr schön, dann würde ich sagen, dann gucken wir jetzt mal zum finalen Abschluss der Folge in die in unser geheimes Büchlein rein. So. Make a field of grass haben wir noch nicht gemacht. Build a second layer to your island haben wir noch nicht gemacht. Make obsidian with a stone barrel, das können wir in der nächsten Folge mal angehen. Automate your cobble with cobblestone generator block. Ja. Upgrade your farm, mob farm to kill monsters automatically. Können wir machen. Können wir wollte ich dann heute machen. Enchanted Thief Mesh. Nee. Farming Age, davon haben. Prepare a farming space for several crops. 1, 2. Das sind several. Make a mod Metag von Tinkers Construct. Haben wir. Start a food farm and an Inferium Essence Farm. Hälfte haben wir geschafft. Ja. Ich würde sagen. Ansonsten. Craft and Power Generator of some kind. Haben wir. Automate turning cobblestone into gravel with a Sigma or Auto Hammer. Können wir machen. Use energy conduits to power several machines at once. Werde ich in der nächsten Folge abhaken, wenn wir es dann machen. Automate Lootback Creation, Opening and Compression. Machen wir. Ja, ich würde sagen, ich weiß auch schon, wie ich so die nächsten Folgen aussehen lassen werde. Wir werden das auf jeden Fall mal schauen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wir. Ach, das war. Hier, das habe ich rausgenommen. Stimmt. Ich bin schon wieder so verwirrt. So. 8 Enhanced Energy Conduits, 5000 11 pro Tick Übertragungsrate, das sollte reichen. Sehr schön. Wir haben RF, wir haben Lava. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu machen. Dann gleich nochmal. Oder eine letzte. Oder? Vielleicht mache ich Obsidian automatisch, also offscreen. Ich weiß es noch nicht. Aber naja. Ja, ich würde einfach generell sagen, wir sehen uns erstmal beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein.